Hallo und guten Tag. In diesem Video kann ich zeigen, wie nach einem anfänglichen wunderschönen Flug mit Blick auf die Alpen, den Bodensee, der Schwäbischen Alb und das Schwäbische Hochland plötzlich und unerwartet Störungen auftraten. Das Modell folgte nicht mehr meinen Funkbefehlen, es entwickelte eine eigene Dynamik. Dies begann mit plötzlichem Abtauchen und Hochziehen, mit plötzlichem Looping und noch ein Looping und mit sehr scharfen Kurven, wie sie nicht vorgesehen sind. Da bekam ich die Vorstellung, dass das nur mit einem Absturz enden kann. Und ich musste eigentlich jetzt nur noch aussuchen, wo er einschlagen soll. Nicht im Wald, denn aus den Waldkronen kann ich ihn nicht bergen. Am besten wäre hier auf einer dieser großen Ackerflächen. Da besteht die Chance, dass ich ihn wiederfinden kann. Das Modell fliegt weiter. Hier ist ein Blick zurück zu den Alpen. Hier sind wieder Häuser unter mir. Das ist auch nicht das ideale Landegebiet. Und so versuche ich mit kleinen Steuerimpulsen, die ab und zu noch funktionieren, das Modell über diesen Ackergebieten zu halten. Das gelingt auch ganz gut. Es geht hin und her. Und ab und zu kann ich sogar wieder einen Blick auf die Landschaft werfen. Es wird jetzt so weitergehen, dass vermutlich ab einer bestimmten Entfernung, das Modell treibt ja immer weiter ab, die Funkverbindung zum Videosender abreißt. Dann habe ich auch kein Bild mehr, die ersten Störungen kommen. Auch wenn das Modell unter eine bestimmte Höhe fliegt, ist keine Funkverbindung mehr möglich, weil Wald oder Berge oder Hügel eine Funkverbindung verhindern. Nein, dieser Wald ist mir sehr unangenehm. Und wieder gelingt es, das Modell über die freien Ackerflächen zu steuern. Da sieht man noch einmal den Sendeturm, die Alpen im Hintergrund. Und wieder sind hier die gewünschten Flächen. Jetzt werden dann gleich die ersten Funkausfallzeichen eintreten. Das sind Linienverzerrungen. Jetzt ist es passiert. Jetzt ist er weg. Jetzt ist er verloren. Ich bin dann gleich dorthin gefahren und habe auf diesen Ackerflächen meine Antenne aufgebaut, im Kreis gedreht und gewartet, ob ich ein Signal sehen kann. Tatsächlich, hier ist ein Signal. In dieser Richtung muss das Modell liegen. Bin dann noch zu einem anderen Punkt, habe wieder die Antennen gedreht und wieder eine Peilung bekommen. Jetzt ein viel besseres Bild. Man kann schon Strukturen erkennen, Blätter, Äste. Dann bin ich noch zu einem dritten Platz gefahren, habe auch dort wieder die Antenne im Kreis gedreht und habe ein ganz scharfes, gutes Bild bekommen. Also er liegt am Boden, irgendwo im Schnittpunkt dieser Linien. Und da habe ich ihn dann auch tatsächlich gefunden. 15 Meter im Wald, unversehrt, keine Beschädigungen. Sogar die Fernsteuerung ging noch. Dann bin ich nach einigen Stunden wieder an den gewohnten Startplatz gegangen, habe neue Batterien eingebaut und noch einmal einen Start gewagt. Der gelang, inzwischen hat sich auch der Himmel bewölkt. Das Schöne war, ich habe dort einen langjährigen Fliegerkameraden aus Pfullendorf getroffen, einen Journalist der Luftfahrt, der an dieser Videotechnik sehr interessiert war. Er kannte sie nur vom Hören sagen. Er hat auch die Brille aufgesetzt, einen Sender in die Hand bekommen, sodass wir mit zwei Sendern das Modell steuern konnten. Diese Kreise und diese Kurven hat mein Freund gemacht. Er ist auch ganz angetan.
angetan, von dieser neuen Technik Flugmodelle zu fliegen. Zur Landung habe ich wieder das Modell übernommen. Hier unten sieht man uns stöhnen. Es kommt jetzt ein kleiner Bildaussetzer. Das ist immer, wenn man über die Antenne fliegt. Und jetzt drehe ich ein zur Landung und abschließenden Bergung des Modells. So war es jetzt doch noch ein guter Abschluss nach einem aufregenden Tag. Und ich verabschiede mich. Auf Wiedersehen.